Den Beitrag vom 4. Junior-Trophy-Lauf in Holzau präsentieren Ihnen Sportrichter Seider, Holzau und Freiberg sowie Rechtsanwälte Dietze und Partner Olbern Hau und Schopau. Es ist Halbzeit in der Wintersport-Junior-Trophy-Wertung. Und zu diesem vierten von 8 Events haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes für die jungen Sportler ausgedacht. Wir sind heute hier in Holzau am Skihang zum Snowsports X-Cross, dem vierten Lauf der diesjährigen Junior Trophy, unserer Winterserie für junge engagierte Skilangläufer. 8 Wettkämpfe gehören zur Serie, 5 Wettkämpfe davon müssen absolviert werden. Dann ist der Sportler in der Serie. Heute, wie gesagt, Halbzeit mit dem neuen Wettkampfformat, dem Snowsports X-Cross. Zu diesem Wettkampf hier geht es fast nur bergab, 90%, einen kleinen Anstieg auch mal berghoch. Das ist in der Tradition von dem Holzhauer Brettelknackser. Vor 3 Jahren hat er stattgefunden. Und das ist ein Wettkampfformat, was, denke ich, den Kindern auch Spaß macht. Es geht bergab, es ist Spannung da, so wie es sein soll. So ging es dann am Hang in Holzau auf einem dem Super-G verwandten Streckenprofil mit leicht ausholenden Schwüngen auf die Piste. Auf Langlaufski sicherlich kein leichtes Unterfangen. In erster Linie waren bei diesen Läufen Balance und Skigefühl sowie technisches Geschick gefragt. Und die Erwartungen und Ziele der Teilnehmer waren an diesem Tag auch etwas anders als sonst. Ja, normalerweise fahren wir hier ja nicht beim Langlauf die Skihänge runter, sondern wir fahren ziemlich auf geraden Strecken. Und was ist denn für dich ein guter Platz? 3. oder 5. Was hast du dir für den heutigen Wettkampf vorgenommen? Naja, 4. oder 3. Platz. Möglichst weit vorn zu liegen. Mit nur einem Sturz an diesem Tag hat es dann auch für ihn mit einem 2. Rang geklappt. Der Wettkampfmodus sah für die kleinen 2 und für die Altersklassen 10 bis 16 3 Läufe vor. Bei den ersten beiden Läufen wurde jeweils einzeln im 30-Sekunden-Abstand gestartet. Die Ergebnisse daraus waren für die 7- bis 9-jährigen Sportler gleichzeitig die Abschlusswertung. Für alle anderen ging es nochmals an den Start. Die 4 Besten der Vorläufe konnten nun im direkten Vergleich Mann gegen Mann in einem Finallauf noch einmal gegeneinander starten, um die endgültige Platzierung untereinander auszumachen. Also Hochspannung bis zur letzten Minute. Die dabei sein durften, waren begeistert. Marie Herklotz aus Holzau schätzte ihre Läufe so ein. So, das Rennen ging schnell. Am Anfang der Berg dort oben, der war ziemlich steil, aber sonst war es eigentlich ganz einfach. Dass hier für Langläufer eher untypisch gestartet wurde, war für sie kein Problem. Na, finde ich cool. Sie erreichte an diesem Tag einen guten 3. Platz und in der Gesamtwertung kann sie sich zur Winterhalbzeit in ihrer Altersklasse über einen 2. Rang freuen. Macht halt Spaß. Die Freude am Sport sollte auch an diesem Tag wieder im Vordergrund stehen. Deshalb erhielten dann auch alle Teilnehmer, gleich welche Platzierung, 2 Punkte für die Trophy-Wertung. Nun geht es erst einmal in eine kurze Pause, bevor dann am 12. Februar zum Schwartenberglauf die jungen Aktiven die Ski wieder unter die Füße schneiden. Das war das Finale! Den Beitrag vom 4. Junior-Trophy-Lauf in Holzau präsentierten Ihnen Sportrichter Seider, Holzau und Freiberg sowie Rechtsanwälte Dietze und Partner Olbern Hau und Schopau.